Hallo und willkommen zu Parasite Eve, in dem wir unseren Fortschritt speichern. Das war Tag 2. Und es ist ein kleines Malheur passiert, wie man das ja kennt. Das werde ich dann bald ausführen, also in diesem Video ausführen, worum es geht. Hey, bist du okay? Du solltest dich ausruhen. Ja, ich werde versuchen, die Textgeschwindigkeiten wieder für euch so zu machen, dass ihr sie lesen könnt. Das hier dauert gerade ein bisschen lange. Ich wünsche, ich könnte mich ausruhen, aber ich bin die Einzige, die weiß, was gestern Nacht geschehen ist. Ich habe einige Infos über Melissa gesammelt. Sie hat keine Verwandten und keine nahen Freunde. Sie war krank und hat oft hohe Medikationen oder viele Medikamente eingenommen. Die Menschen in der Oper haben gesagt, sie waren überrascht, dass sie überhaupt noch auf der Bühne stehen konnte. Ihr Partner ist niedergebrannt direkt nach dem Unfall. Also haben wir keine Info zu dieser Medikation, die sie zu sich nimmt. So, was hat das mit diesen spontanen Explosionen oder Brandsetzungen zu tun? Es war nicht wirklich spontan. Die Menschen haben einfach angefangen zu brennen. Oh, komm schon. Wie diese Esp-Things. Ich weiß nicht, was Esp heißt. Esper. Ach, das ist der beste Weg, das Ganze zu beschreiben. Auf jeden Fall für den Moment. Esp. Das kaufe ich nicht wirklich ab. Aber wenn du rechtlich hast, dann haben wir es jetzt mit so etwas zu tun. Ich glaube ihr. Ja, Jackie ist der einzige Beweis, den wir bis jetzt haben. Oder der einzige Zeuge, den wir bis jetzt haben. Aber wenn du einen Verdächtigen suchst, dann solltest du besser Baker um ein wenig Hilfe bitten. Ja, das tun wir. Das geschieht mit einer Umblende. Da brauchen wir jetzt nicht hingehen. Ich habe den Report gelesen, aber es ist schwer zu glauben. Aber wir können diese ganzen Details nicht einfach beiseite werfen. Oder diese ganzen Toten. Ja, wir werden dem nachgehen. Bitte stell sicher, dass du gut ausgerüstet bist, Jackie. Geh nach unten ins Waffendepartment und gib diese Erlaubnis, Torres. Er wird dich ausstatten. Ja, und auf dem Weg dorthin werden wir uns hier umsehen. Und ich werde erläutern, worum es geht. Also, ich habe einen, für diese letzten Videos, drei oder vier, was es war, hatte ich einen, sag schnell, ja, ein Programm, ein Aufnahmeprogramm mir besorgt, was kostenlos war, und ich war davon ausgegangen, da habe ich wahrscheinlich nicht ausreichend gelesen, dass es das auch bleibt. War damit nicht so. Nach diesen Videos, nach diesen vieren, hat das Programm dann gesagt, sie können ab jetzt nur noch 2 Minuten Schnipsel machen und oder 2 bis 3 Minuten Schnipsel, wovon wir nie wirklich was haben, weil wenn wir hier aufnehmen, dann und nach 2 Minuten bricht immer wieder das Video ab, ja, dann kann ich mir hier quasi die Finger wund schneiden. Und das Programm kostet nicht die Welt, ist erschwinglich für jedermann, der was aufnehmen möchte. Ist ja auch klappt ja auch hervorragend mit dem Programm. Heißt ja ePower Soft, und das kostet so um die 40 Euro. Gut, habe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Kommt dann demnächst irgendwann mal. Ja, jetzt versuche ich hier gerade ein Video mit Camtasia 8 aufzunehmen, was ich eigentlich generell benutze, was aber auf den ja, womit ich aber PlayStation spiele zuletzt schlecht aufnehmen lassen haben. Man hört es am Sound, der leiert wieder ein bisschen. Das wollen wir natürlich für die künftigen Videos dann wieder vermeiden, deswegen unterbrechen wir es einfach nach diesem hier. Ich wollte es nur mal testen. So, dann machen wir uns mal auf ins Waffendepartment.
Hey, Schönheit. Ja, das ist ja mal ein nettes Kompliment, ne? Also, wo recht hat er recht? Ach, hör auf mit dem Müll, Wayne. Wo ist Torres? Du meinst diesen Aalglatten? Wer weiß. So, was soll es denn sein? Eine Shotgun, ein Rocket Launcher, Wayne! Ja, Sir. Idioten wie du sind der Grund dafür, warum Gewehre nicht aus diesem Land verschwinden. Beweg deinen Arsch zurück in das Waffenlager. Du bist weiter weg davon, hier Waffen mit Waffen handeln zu können. Also. Seine Arbeit halt auszuüben. Ja, da ist er natürlich ein wenig angepieselt, jetzt hier vor Jackie Ärger gekriegt zu haben. Torres, ich brauche Equipment. Wegen dem Fall von letzter Nacht. Nun gut, ich. Solange es Waffen gibt, Cops Waffen tragen, tragen auch Verbrecher Waffen. Das ist ein krankes, ja, kranker Kreisel sozusagen, ein Teufelskreis. Ja, und er kann uns hier nicht mit leeren Händen wegschicken, auch wenn er das gerne möchte, denn er hat ja die Order. Hier, das ist das ge stärkste Gewehr, was ich erlauben kann, also was er uns mitgeben kann. Er hätte auch noch eine Panzerfaust, aber die ist zu schwer. Ja. Der Captain hat es selber, glaube ich, modifiziert. Habe ich jetzt ein bisschen schnell weggedrückt. Ich hoffe, ihr konntet es lesen. Ansonsten zurückspulen, Pause drücken. Ihr kennt das Spiel. Und oh ja, ich kann dein Equipment nicht tunen. Dafür brauche ich eine Extrabescheinigung. So, da steht aber der gute Wayne hier gleich wieder und sagt: Psst, hier, sag's Torres nicht, aber du kannst dieses Tool benutzen. Und die Equipment-Parameter, ja, auf deinen jeweilige Stufe zuschneiden. Ja, jetzt zeigt uns Info, die blende ich aber aus. So. Ja, hab's. Ich vertraue mir. Du kannst nie genug Feuerkraft haben. Ich wollte euch jetzt diesen Screen ersparen, weil den braucht ihr nicht beim Zugucken. Und wenn das Spiel spielt, dann werdet ihr da sowieso selber lesen. Ja, und dann redet er uns natürlich noch, wenn wir mal keine Kugel mehr haben, sollten wir auf jeden Fall immer unseren unseren Polizeiknüppel dabei haben, denn, tja, im Notfall kann man sich damit auch mal verteidigen, und wenn es nicht viel ist. So, hier können wir übrigens auch bei ihm immer Items und Equipment lagern und abholen. Zu diesem Zwecke werden wir gleich erstmal diese Sachen hier ablegen. Den Theaterschlüssel und den Rehearse-Schlüssel. Und dann können wir noch das Revive ablegen. Das ist sehr gut. Da hätte ich mir im letzten Level noch eins mitnehmen können. War aber voll. Wie schade. Mit diesem Revive, ja, wird unser Charakter, wenn er stirbt, nochmal aufgeladen sozusagen. So, dann haben wir die Möglichkeit hier Equipment zu sortieren. Ja, in Order, Medizin und andere sozusagen wäre die erste Option. Dann hat man die Medizin ganz oben und den Rest ganz unten. Und dann werden wir uns hier noch ein paar Waffen einsammeln. Ja, ein paar Waffen natürlich nicht, Munition. Da liegen hier nämlich ein paar Kistchen rum. Noch schöner wäre, wenn wir uns das hier nehmen könnten, können wir aber nicht. So, wo ist noch was? Das ist alles Müll. Hier haben wir noch eine braune Kiste. Und da bekommen wir ein Tool. Dazu später mehr. Das ist das, was er uns, ja, was er uns gerade erklärt hat, aber das zeige ich dann, ja, im Menü. Wenn ich mal die Zeit habe, dass es soweit ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir. Ach ja, ja, gut, hier sind unsere Polizeihunde und deren,
ja, Herrchen sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Diese Tür müsste genau nur für autorisiertes Personal zu öffnen sein. Dann werden wir erstmal wieder hochgehen. Und laufen zu diesem kleinen roten Männchen hin und das löst die nächste Szene aus. Hey, hast du dich verlaufen? Ben. Papa. Schöne Haltung, Daniel. Ah, das ist also dein Sohn Ben. Ben, das ist Jackie. Nun, was machst du hier? Hier. Tickets, oh ja, das Konzert. Tut mir leid, Sohn. Papa ist wirklich beschäftigt heute. Ich verspreche, ich werde es schaffen. Super! Ben. Ja, jetzt ist er eingeschnappt. Macht sich erstmal vom Staub. Ich weiß, jedes Kind braucht eine Mutter. Das ist nicht wahr. Ich wurde von meinem Vater großgezogen, nachdem meine Mutter gestorben ist. Ich war dafür immer, war ihm immer sehr dankbar. Ja, seine Mutter lebt noch. Tja, das ist etwas, was wir heutzutage ja gar nicht mal so unoft haben. Das ist fast ein Regelfall. Ja, tut mir leid, das war jetzt ein bisschen fies. Gut, hier haben wir nur den, ich wollte gerade sagen, Hörsaal natürlich nicht, sondern den Interviewsaal auch nicht. Wie heißt denn das? Pressesaal. Aufwärts brauchen wir erstmal nicht. Das Exit brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier die junge Frau nochmal. Das ist Daniels Junge gesehen, Ben. Daniel hat seine Frau letztes Jahr verlassen. Das war, bevor du hier angefangen hast. Er hat gemeint, jeder Sohn braucht eine Mutter. Hast du Bens Scheidung von... Es war jetzt zu schnell. Er hat gewonnen, hat diesen Scheidungskampf auf jeden Fall. Oh. Achso, und Captain Baker hat uns nach uns gesucht. Ja, auf jeden Fall hat dieser Daniel anscheinend den Scheidungsfall gewonnen. Ja, gut, aber das bringt dem Kind ja nicht viel. Ist ja auch immer schade, dieser ganze Kram mit diesem ganzen Hass, Bing, Bong, Blö. Sir? Ihr habt nach mir gesucht? Ja, wir haben eine Pressekonferenz jetzt, und wir wollen, dass du auch dort bist. Ich? Das ist richtig. Das wird im nationalen Fernsehen übertragen und du bist der einzige Überlebende dieses Inzidents, oder so ziemlich. Okay. Aber du antwortest nur, wenn ich es dir sage. Ja, die Medien warten nur auf ein gefundenes Fressen. Ach, sie werden dich in einen Verdächtigen verwandeln wollen. Also lässt du mich reden. Verstanden? Ja, Sir. Okay, dann lass uns in den Meetingraum gehen. Ja, Presseraum, Konferenzraum, Meetingraum, wie auch immer. So, Sie sagen, das könnte das Werk eines Terroristen sein. Das ist das, was wir spekulieren. Wie sieht's mit der Menge der Officer und Feuermänner aus, die in den Flammen verbrannt sind? Das war... Ja, das war eine leicht entzündliche Chemikalie, die dafür verantwortlich war. Eine weitere Frage. Dann, wie konnte Detective Brea überleben, ohne irgendwelche Verbrennung? Das ist das Resultat einer wirklich schnell denkenden, trainierten Polizistin. Ich habe ihr die Frage gestellt.
Sie. Sie sagte, dass meine Mitochondria eine Mutation wäre. Jackie! Deine Mitochondria? Wer sagte das? Melissa. Nein, sie sagte, sie wäre Eve. Aber dem Report zufolge wurde Melissa Pierce in den Flammen getötet. Melissa starb dort, aber ihr Körper verwandelt wurde übernommen von dieser Eve. Wer ist diese Eve? Sowas wie ein Alien? Leute, bitte. Sie ist wirklich müde und wir brauchen. Und wir sind wirklich beschäftigt. Scheiße, jetzt war es wieder zu schnell. Das ist alles für heute. Ja, hat gut geklappt. Sie hätte auch einfach die Schnauze halten können. Jack, ich habe gedacht, ich sagte dir, du sollst nichts sagen. Aber ich habe die Wahrheit gesagt, Sir. Fliegt ja fast die Tischplatte hoch. Das ist nicht der Punkt. Wer glaubt dir? Du stachelst die Medien nur auf und versetzt die Menschen in Panik. Sir, sie. Baker hier. Wer? Was will er? Okay, schicken ihn durch. Das ist Captain Baker. Was? Treffen? Willst du sprechen? Ja? Okay. Irgendwelche japanischen Wissenschaftler. Ich denke, sie konnten nicht verstehen. Sie konnten sein Englisch nicht verstehen oder nicht so gut verstehen. Ja, er hat irgendwas von einem Mito irgendwas geredet. Mito irgendwas? Es ist Mitochondrien. Du meinst, das Ding in der Zelle, das die Energie vom Oxygen trennt. Oh Gott, okay, es geht zu schnell. Ja, ich muss mir noch einen Plan überlegen, wie ich das mit den Textgeschwindigkeiten endlich mal auf die Stirn kriege. Lest bitte. Ja, und dann würde ich sagen, mit der weiteren Aufnahme.